Ich gehe mit den Hunden Gassi. Und jetzt haben wir etwas dabei, was irgendwie mit muss. Und das ist ein Baby. Ist ein Baby. Apropos Baby. Was denn? Willst du den Namen verraten? Wollen wir den Namen verraten? Oskar, komm mal her. Oskar. So heißt der Kleine. Der Kleine heißt Oskar. So schaut's aus. Viele haben schon lange drauf gewartet. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen spät, aber das macht jetzt nichts. Wir haben hier irgendwie so nettes Spielzeug, womit wir jetzt den Kleinen mit Gassi nehmen können. Weil auf der Hand die ganze Zeit tragen ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, außerdem können wir das dann mal ausprobieren. Ja, wir haben überlegt, ob Kinderwagen oder Trage. Jetzt probieren wir mal die Trage aus. Genau. Der Kleine ist auch schon fertig angezogen. So, schön mit Schüchen und Jäckchen. Nee. Also ich habe das jetzt irgendwie so verstanden, man soll am besten hier oben schon mal einklipsen. So, und jetzt kann der sich schon mal hier so, jetzt kann man so da reinsetzen irgendwie. Mir stellt sich die Frage, wie man das alleine machen soll. Ja, ich glaube, auf dem Bild wird es im Liegen, also dass du es auf ja, irgendwo das ablegst. Geht auch. Ja, du stimmt. Legst es irgendwo ab. Ja, gut. Legst ihn drauf. Ja, das und dann auch, stand eigentlich auch ohne ablegen, aber weil du kannst ihn ja nicht überall ablegen. Ja. Aber stimmt, das können wir jetzt machen, Oskar. Ne? Oh, kleiner Mann. Wir gehen heute spazieren. Den Hunden. Ja. Oh. Ja, ja. So. Und jetzt kommen hier die Füßchen dann da durch. Das gefällt dir noch nicht Leo, so gern. Leo, nein, nicht da rein. Leo. So. Oder mach ich denn am besten so? Leo, oder? Du hast dein Ohr im Bild. Ich weiß, es ist doof. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gefällt ihm das ja gleich. Ja. So. Besser, ne? Hält es jetzt gut? Naja, also du musst es. Ja, das. Beine da. Leo, komm mal da raus. Leo! Leo! Hopp. Komm her. Das ist komisch, gell? So. Wo sind der andere Bein? Ah, da drüben. Komisch. Hey. Ja, jetzt schon also Puste. So. Und dann hast du, glaube ich, noch zwei Klipser, oder? Genau, links und rechts. Das ist auch extra für Neugeborene geeignet, steht da. Die sitzen dann in so einer M-Position und das ist nicht schädlich für die Hüfte. Genau, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn die noch so jung sind, dürfen die eigentlich nicht aufrecht sitzen oder zumindest nicht länger aufrecht sitzen. Und weil die Wirbelsäule noch nicht so ausgebildet ist. Aber durch diese zwei Clips hier, die kann man wohl dann später weglassen, sitzt der in M-Position und das ist dann wohl nicht so belastend für die Wirbelsäule. Und dann kann man hier, er schläft, sehr gechillt hier drin sitzen. Okay. Schau mal, der schläft. Ja. So. Na super. Dann versuchen wir das mal. Lass uns rausgehen. So Gassi zu gehen. Jetzt bist du aber groß. Er sitzt da ja ganz und wie fühlt es sich an? Ja gut, okay. Stell mir gerade das vor, wie ich einkaufen gehe. Okay, der hängt jetzt so nach hinten. Du könntest ihn wahrscheinlich auch ein bisschen weiter vor an deine Brust, oder? Ja, genau. Oh, das war etwas zäh. So, warte mal. Hier, glaube ich, zieht man ihn mehr zu sich. Das ist natürlich alles noch nicht eingestellt. Ja, genau. Ja, wenn man das dann mal raus hat, dann weiß, wie man es am besten macht, dann geht es ja auch echt schnell. Ja. Wenn man sagt, schnell Gassi gehen, dann ist es ja echt super. Das nächste Mal dann mit dem Kinderwagen. Das nächste Mal dann mit dem Kinderwagen, genau. Und jetzt wird es auch schon hier langsam dunkel. Wir wollen jetzt auf jeden Fall noch eine Runde raus. Ja, die Runde war. Ach nee, das ist schon. Das ist schon das nächste. Ja, noch näher geht gar okay, nicht. Okay, aber er findet es bequem. Du kannst nur weiterstellen. Ah. Na gut, für eine kleine Runde geht das jetzt bestimmt. Hui! Hui! Oh, das sitzt aber stramm, das war ein bisschen sehr eng. Ja, dann ich helfe dir beim Lockermachen. Oh. So, dann sehen wir uns draußen wieder. Ja. Gut.
So, oh, da, der freut sich schon. Oh, Gott sei Dank, endlich raus. Wir haben es nicht früher geschafft. Nee, das muss ich alles erst noch ein bisschen einspielen. Ja. Der erste, der zweite, eineinhalbte Tag zu Hause. Ja, ist eigentlich genau gestern Abend, Nachmittag kam ich nach Hause. Da sind wir natürlich mit den Hunden nicht nochmal rausgegangen. Doch, du warst draußen. Ach, ich habe dich rausgeschickt. Stimmt, doch, ja klar, stimmt. Na, dann passt es ja. Aber heute waren sie ja draußen. Ja, und jetzt ist halt schon recht spät. Draußen. Im Garten waren sie, aber noch nicht spazieren. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir mit Oskar draußen sind. Stimmt, aber das eine Mal nur kurz zum Auto. Ja. Und jetzt spazieren gehen. Ja. Und er ist ganz ruhig, oder? Ja, ist auch voll schön. Also ich merke, dass ich ihm auch viel Wärme abgebe, weil ich seine Wärme auch spüre. Also ja, stimmt. Und gewichtsmäßig merke ich halt echt gar nichts. Also ich glaube, ich könnte den, wenn man sagt, okay, wir gehen heute in den Zoo, dann könnte ich ihn, glaube ich, den ganzen Tag durch den Zoo tragen. Voll süß. Ist, ja. Vor allem ist es schön, wenn man den so nah bei sich hat. Oh, dann will ich das nächste Mal. Was machst du? Schläfst du? Schlecht. Sieht aus, als wären seine Äuglein zu. Jetzt ist ja auch sicher schön, wie es da schaukelt. Oh, da die spielen. Schön. Ich habe ihn heute, ich glaube, irgendwann mal mittags oder sowas, oder nachmittags, hat er ja so rumgequäkt und wir haben ihn nicht still gekriegt. Also er hatte weder Hunger, noch die Windel war voll. Und dann bin ich den ganzen, also eine Stunde oder so, bin ich durch die Küche und Wohnzimmer die ganze Zeit hin und her gelaufen. Oh Gott, echt? Oh nein. Ja, weil ich wollte, dass du schlafen kannst. Ja. Danke. Und das fand er super. Und sobald ich mich still hingesetzt habe, hat er angefangen zu quäken und zu heulen. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt laufen und laufen. Und wenn ich mir dann jetzt vorstelle, das passiert wieder, dann setze ich ihn hier rein. Und dann kannst du rausgehen mit den Hunden. Und dann gehe ich eine Runde laufen mit ihm. Sehr gut. Weil das habe ich schon gemerkt, wenn man mit ihm redet und mit dem läuft und so, dann ist er still. Aber er guckt dann immer, der schaut dann immer alles so an. So, so macht er dann immer. Na, er kommt nach dir, er ist ein Entdecker. Ja, und das, ja, finde ich gut. Dann bewege ich mich auch mal ein bisschen mehr. Sehr gut, sitzt nicht nur am PC. Na. Oh, bin ich froh, mein Bauch jetzt los zu sein. Ja, verstehe. Also da bin ich am Ende nicht mehr hochgekommen, obwohl das gar nicht so steil ist, aber das war echt übel. Achso, du hast dich mal gewogen, gell? Wie viel weniger wiegst du ungefähr? Ungefähr 6 Kilo weniger jetzt. Ja. Dabei wiegt das Kind ja nur 3,5. Ja. Es hat viel Wasser, viel Blut. Ja, so. Ja, schön. Ja, schön. Dann gehen wir jetzt mal eine Runde. Ja, wir gehen jetzt mal eine Runde. So, und? Wieder daheim? Wieder daheim. Dein Fazit? Oh, deine Hand. Und hält mein Händchen. Ich glaube, er fand's gut. Also, der war komplett ruhig, gell? Ja. Und immer mal ein bisschen meinen Bauch getätschelt. Aber er chillt sein Leben. Das hat auch schön. Recht so. Solange man das noch kann. So. Muss ich nur noch einspielen, dass wir das täglich dann immer am besten morgens machen. Eine Runde spazieren gehen. Entweder mit Trage oder Kinderwagen. Mal schauen. Gut, dann jetzt ist es auch schon spät. Ja. Jetzt geht's dann eh bald Richtung Bett. Ich habe morgen Geburtstag. In 2 Stunden habe ich Geburtstag. Stimmt, oh mein Gott. Fällt mir gerade ein. So, hey. Ich lasse ihn da. Okay, behalt ihn. Na gut. Liebe Leute, ein schöner Tag für uns heute. Und wir sagen tschüss. Tschüss.